Hallo und herzlich willkommen. Unser Kühlertestsystem hat uns treue Dienste geleistet, ist aber nun doch schon ganz schön in die Jahre gekommen. Verbaut hier ja ein Intel Core i7 4090K, also ein Core-Prozessor der vierten Generation. Aktuell sind wir bei der zehnten im Desktop-Bereich angekommen. Ja, und das nutzen wir dann einfach mal, um hier doch ein komplettes Update durchzuziehen, ein komplettes neues Testsystem aufzubauen. Zusammen mit Corsair, die neue Hardware steht hier schon im Hintergrund und die wollen wir jetzt im Video natürlich vorstellen. Unsere neue Wärmequelle liegt hier bereits vor uns. Geworden ist es tatsächlich ein Intel Core Prozessor der aktuellen 10. Generation und zwar genauer ein i5-10600K, also ein 6-Kern-Prozessor mit Hyper-Threading und mit 4,1 GHz Basistakt. Dazu haben wir dann eine TDP von 125 Watt, die hier dann natürlich gekühlt werden will. Warum ist es dieses Modell geworden? Ganz einfach, wir wollten sicherstellen, dass der Prozessor auf jeden Fall verlötet ist und da ist der i5-10600K das erste Modell, wo man davon ausgehen kann. Und wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass wir weiterhin auch kleinere, günstigere Kühllösungen mittesten können. Natürlich hätten wir irgendeine High-End-CPU reinkloppen können, hätten dann das Problem gehabt, dass wir bei der Kühlerauswahl dann doch ziemlich eingeschränkt gewesen wären. Und genau das wollten wir vermeiden. Deswegen wieder diese Mittelklasse-Lösung hier. Als Unterbau für den neuen Prozessor brauchen wir jetzt natürlich ein neues Mainboard. Das ist ein ASRock Z490 PC Velocita geworden, also ein Oberklasse-Modell für Intel LGA 1200er Prozessoren. Ja, zeigt sich hier im typischen Gaming-Design mit jeder Menge Kühlkörper, auch mit einer aktiven Kühlung hier im Spannungswandlerbereich. Da bin ich gespannt, ob man die für die Lautstärke-Messungen ausschalten bzw. weit genug runterregeln kann. Ansonsten hat man hier immer noch die Möglichkeit, auch den Lüfteranschluss zu ziehen. Und wir haben dann auch noch ein paar ganz nützliche Features wie Tasten am Board für Power und Reset und eben auch eine kleine Statusanzeige. Ist manchmal ganz praktisch, wenn es dann doch irgendwelche Komplikationen gibt. Alle weiteren Komponenten wurden uns von Corsair zur Verfügung gestellt. Dafür nochmal vielen Dank auch von dieser Stelle aus. Wir haben als Arbeitsspeicher hier Vengeance RGB Pro und zwar 4 8 GB Riegel, 32 GB insgesamt. Ist für die Funktion als Testsystem ist nicht so relevant. Relevant ist dann eher, dass die Heatsplitter doch ein bisschen höher aufragen als bisher. Wir wollen dann einfach ein bisschen anschaulicher noch zeigen, wie es wirklich um die Kühlerkompatibilität bestellt ist und hoffen natürlich, dass wir nicht zu oft dann irgendwie umorganisieren müssen. Kurz zum Vergleich, bisher haben wir Vengeance LP genutzt, DDR3-Speicher war das noch und da sehen wir natürlich ganz klar, der hat eben dann eine deutlich geringere Bauhöhe gehabt. Im Vordergrund hier zu sehen ist schon die M.2 SSD, eine MP510, 480 GB Kapazität. Dort wird dann Windows 10 installiert und natürlich dann auch die üblichen Test-Tools. Auf eine Komponente, die doch nicht von Corsair stammt, möchte ich dann auch noch kurz eingehen. Und zwar ist es gleichzeitig die einzige Komponente, die wir vom alten Testsystem übernehmen, unsere Grafikkarte. Eine Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate. Ja, keineswegs ein aktuelles Modell, aber passiv gekühlt und damit optimal für unsere Lautstärkemessung. Das Teil muss nichts weiter können, als das Bildsignal auszugeben und es soll eben meine Lautstärkemessung nicht stören. Dafür optimal. Was wir bei den Kühlertests messen, ist ausschließlich die Abwärme des Prozessors und damit ist dann eben auch die Grafikkartenleistung völlig belanglos. Was wir im Hintergrund sehen, ist dann das neue Netzteil. Das kommt wiederum von Corsair, ein RM650, also ein 650 Watt Netzteil. 80 plus Gold zertifiziert, modulare Kabel, alles schön und gut. Ganz entscheidend für uns ist aber, dass der Lüfter erst ab etwa 250 Watt Leistungsabgabe anlaufen soll. Das heißt, wir haben darunter einen lüfterlosen Betrieb und auch damit dann wieder die Möglichkeit, bei den Lautstärkemessungen wirklich den Kühler oder die All-in-One-Kühlung zu messen und eben nicht irgendwelche anderen Komponenten. Die Windows-Installation haben wir zwar noch vor uns, das Testsystem ist jetzt aber komplett montiert und läuft. Auch schon mal, um einfach so einen ersten Eindruck zu haben, dass es überhaupt läuft und um auch kurz zu zeigen, okay, die RGB-Beleuchtung
speziell am Corsair Arbeitsspeicher, macht auch ordentlich was her. Ja, und was wir vor allem jetzt auch natürlich noch zeigen wollen, ist das verwendete Gehäuse. Wir nutzen hier ein Corsair Carbide Series 678C. Haben wir natürlich vor einiger Zeit auch schon getestet. Das orientiert sich so ein bisschen an den Fractal Design Define Modellen, ist also auch ein vielseitiges Allrounder Modell mit einer ganzen Reihe eben von Nutzungsmöglichkeiten. Wir haben hier gleich erstmal ein paar Anpassungen vorgenommen, um es eben hier für diesen Einsatz als Testgehäuse anzupassen. Dazu gehört, dass wir die gesamten Laufwerkskäfige aus der Mainboardkammer entfernt haben. Die würden nur den Luftstrom behindern. Wir haben auch den ODD-Käfig oben ausgebaut, der den Radiatorenplatz im Deckel ein bisschen beeinträchtigt. Ja, und wir haben auch die Lüfterbestückung leicht angepasst. Ab Werk sind es nämlich eigentlich 340 mm Lüfter, die hier verbaut sind. Und wir haben den im Deckel ausgebaut und nur noch den in der Front und am Heck belassen. Einfach deshalb, weil wir ja im Deckel dann die Radiatoren bei All-in-One-Kühlung montieren wollen. Ja, optisch finde ich, macht das erstmal einen ganz netten Eindruck, auch wenn es das natürlich jetzt für ein Testsystem so eigentlich nicht bräuchte. Ich werde jetzt hier dann im nächsten Schritt die ganze Software installieren, einrichten und dann natürlich auch ausloten, okay, wie verhält sich eben der Intel Core i5 10600K unter Volllast, welche Temperaturen werden da realistisch erreicht. Und genau aus dem Grund haben wir da auch diesen eher kleineren Kühler erstmal montiert. Ganz bewusst, das ist ein Arctic Freezer i13X, der eben doch zu den eher leistungsschwächeren Modellen gehört. Und davon ausgehend wollen wir dann einfach sehen, okay, welche Last können wir hier erzeugen und erreichen dann noch eben realistische Temperaturen, mit denen wir dann auch sinnvoll arbeiten können. Soweit also unsere ersten Eindrücke hier vom neuen Kühlertestsystem. Ich werde jetzt sicher noch einige Tage damit zu tun haben, das vor allem softwareseitig hier alles auszuloten. Und dann freue ich mich natürlich darauf, bald dann auch die ersten Kühlertests mit eben dem neuen Testsystem veröffentlichen zu können.